Liebe Brüder und Schwestern, ein langes, sehr dichtes Evangelium haben wir heute an diesem Sonntag, an diesem 13. Sonntag im Jahreskreis gehört. Jesus offenbart sich neuerlich als ja, das Leben selbst. Jesus ist Heiland, Retter, Erlöser. Das erfahren all jene, die zum Herrn kommen, in seine Nähe, die ihn berühren, wie diese kranke Frau im heutigen Evangelium. Und dann ist noch die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers, dieses Kind mit 12 Jahren, das gestorben war. Und Jesus, er sagt, warum weint ihr? Das Kind schläft nur. Ja, für Gott ist der Tod wie ein Schlaf. Ja, der Tod ist nur ein Schlaf. Für all jene, die an Jesus glauben, die voll Vertrauen zu ihm kommen, es ist nur ein Einschlafen und ein Aufwachen in der Ewigkeit, könnte man sagen. Wie viele bezeugen das, die schon sogenannte Nahtoderfahrungen gemacht haben, die schon drüben waren? Auf einmal merkten sie, sie waren außerhalb ihres Körpers, sie sahen dieses Licht, auf das sie zugingen, dem sie zustrebten. Auch das ist ein Hinweis dafür, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind, für das ewige Leben bei Gott. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang des neuen Lebens. Eine neue Geburt hinein in die Arme Gottes, unseres Vaters im Himmel. Und Jesus ist gekommen, um uns neu diese Wirklichkeit zu zeigen, in Erinnerung zu rufen. Gott hat nicht den Tod gemacht, für das Leben hat er alles geschaffen, so heißt es auch im Buch der Weisheit. Gott wollte nicht den Tod, sondern unser Leben. Er ist ja selber das Leben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es heißt im Buch der Weisheit, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Ja, der Teufel hat die Stammeltern verführt zur Sünde, zum Ungehorsam. So fielen sie dem Tod anheim. So ging diese wunderbare Einheit mit Gott, diese wunderbare Liebesbeziehung mit dem Vater im Himmel in Brüche. Aber dennoch hat Gott uns ja nicht verlassen, er ist ja bei uns geblieben. Das beweist er besonders durch die Menschwerdung Jesu, seines Sohnes. Der Vater, er gibt uns seinen Sohn, er gibt ihn hin für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es in der Schrift, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Der Vater gibt den Sohn für uns hin, um uns neu das Leben zu schenken. Die Vergebung aller Sünden, ja, das ist es, was tötet. Es ist die Sünde, die tot macht, weil sie von Gott trennt, weil sie die Liebe schwächt in uns, die Liebesgemeinschaft mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Die Sünde ist es, die uns manchmal so einschläfert. Es müssen nicht unbedingt die großen, die schweren Sünden sein. Ja, die Todsünden werden sie von der Kirche auch genannt. Todsünden, weil sie die Gnade in uns, diese heiligmachende Gnade, das Gnadenleben, das Jesus uns schenkt, tötet, zerstört. Und Jesus kommt, um ja, diese Schuld hinwegzunehmen. Diese 12-jährige Tochter des Jairus ist ein Bild für die ganze Menschheit, zuerst für das Volk Israel, aber auch für alle Menschen, die Gott aufwecken möchte, aus dem Schlaf des Todes, aus Sünde und Schuld herausholen möchte, die Vergebung schenken möchte. Jesus ist gekommen, er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat alle Sünden
alle Leiden getragen, um uns zu erlösen durch seine Leiden, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Er ist die Vergebung aller Schuld. Er wäscht uns rein in seinem kostbaren Blut, das er aus Liebe für uns vergossen hat. So dürfen wir vertrauensvoll zum Herrn kommen. Und Jesus sagt zur Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Ja, zuerst braucht der Herr unseren Glauben, unser Vertrauen, um uns helfen zu können, um uns zu befreien von allen Krankheiten, vor allem von den Krankheiten der Seele. Und manchmal schenkt der Herr auch Heilung des Leibes. Aber auch diese Heilungen sind ein Zeichen dafür, dass Jesus die Vergebung der Sünden ist, dass er die Auferstehung und das Leben für uns ist. Ja, wie viele Heilungen sind schon in Lourdes passiert? In vielen anderen Wallfahrtsorten, auch hier in Maria Enzersdorf, bei Maria Heil der Kranken. Deswegen trägt sie diesen Titel, weil auch hier der Herr Heilung und Heil schenkt, immer wieder neu. Und die Gottesmutter Maria ist ja so etwas wie das Gewand des Herrn. Der heilige Franziskus nennt sie einmal: Sei gegrüßt, du sein Gewand. Ja, wenn wir Maria berühren, berühren wir sozusagen wie die kranke Frau im Evangelium Jesus selber, sein Gewand. Und er schenkt Heilung und Heil durch die Fürsprache seiner und unserer Mutter Maria. Sie ist die Mutter des Heils, das Heil der Kranken. Sie ist die Mutter unserer Auferstehung, unserer Auferweckung. Sie ist die Zuflucht der Sünder, die Mittlerin aller Gnaden. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, zum Herrn zu kommen, mit Glauben, mit Vertrauen, durch die Fürsprache seiner und unserer Mutter Maria. Und wenn wir so den Herrn berühren, zum Herrn kommen, dann spürt das Jesus. Es ist ja erstaunlich, wir haben heute im Evangelium gehört, eine Menschenmenge war um ihn herum, alle drängten sich um ihn und dennoch spürte er diese Berührung der kranken Frau. Er spürte diese Berührung des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Er spürte diese Berührung der hilfesuchenden Frau. Ja, es ist nicht belanglos, wie wir zum Herrn kommen. Der Herr spürt, wenn wir Glauben haben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit reumütigem und demütigem Herzen zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten. Wer so kommt, erfährt neu, dass Jesus Barmherzigkeit schenkt, Vergebung, dass er wirklich unsere Auferstehung, unser Leben ist. Er weckt uns immer wieder neu auf aus dem Schlaf der Sünde, des Todes und schenkt uns neu Anteil an seiner Osterfreude, an seinem Sieg über Sünde, Hölle und Tod. Ja, Jesus, er ist unser Leben. Lasst uns auch nun in dieser Stunde vertrauensvoll zu ihm kommen, ihn mit Glauben, mit Vertrauen, mit demütigem, reumütigem Herzen aufnehmen in der heiligen Kommunion, dann wird er auch über uns die Fülle seines Heils ausgießen, uns mit seinem göttlichen Leben erfüllen, mit seiner Freude, damit wir ihn gemeinsam aus ganzem Herzen preisen und durch ihn unseren Vater im Himmel. Amen.